die sieht aus wie Sau. Die sieht jetzt aus wie Sau, die erkennst du nicht mehr wieder. Also ich meine, ich überlege mir, ob ich die nachher noch in die Waschmaschine gebe. Du musst ja mal einen Schleudergang einschalten. Nein, jetzt nicht gleich bei Peter anrufen. Nein, natürlich kommt Emma nicht in die Waschmaschine. Die wird morgen geduscht. Das gibt schon ein großes Drama. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ich freue mich, dass wir unsere tägliche Verabredung wieder einhalten können. Heute ist Montag, Dienstag, Mittwoch. Die drei Tage sind wir noch verabredet. Dann ist Weihnachten und dann kommt ja meine Lieblingszeit. Dann kommt ja die Zeit zwischen den Jahren. Und ich liebe die Zeit zwischen den Jahren, weil ich finde, zwischen den Jahren, das ist so... Alle sind irgendwie fernab des Weihnachtsstresses und alle sagen, nächstes Jahr wird alles besser und das ist diese Zeit, die man einfach genießen kann. Da bewegt sich die Welt dann ein bisschen langsamer, obwohl die sich ja sowieso derzeit sehr langsam dreht. Ne? So, meine Lieben, erstmal der Hinweis, ich freue mich natürlich, wenn ihr diese Seite hier abonniert. Schlager für alle, solltet ihr auf jeden Fall speichern und abonnieren, weil nur so verpasst ihr nichts. Nur so werdet ihr jeden Tag daran erinnert, sobald ich live gehe, dass es wieder losgeht mit Stars um 6 und Sascha um 6. Abonniert diese Seite, kostet ja nichts extra und ihr werdet jeden Tag informiert, wann es wieder losgeht mit Stars um 6. Ich bin ja manchmal schon ein bisschen früher dran. Dann könnt ihr natürlich auf dieser Seite die vorherigen Interviews und die vorherigen Sendungen alle nochmal anschauen und was kann ich euch sonst noch bieten? Jede Menge Aktionen, News, Videopremieren, alles rund um Schlager gibt es hier bei Schlager für alle. Und das wünsche ich mir doch so sehr zu Weihnachten, dass ganz, ganz viele Menschen auch meine Seite abonnieren. Sascha Heiner auf Instagram. Wenn ihr mir schreiben wollt, wenn ihr mir persönlich mal schreiben wollt, zum Beispiel Lob und Tadel rund um diese Sendung, Vorschläge für diese Sendung, Gastvorschläge, wen wollt ihr wiedersehen, wen wollt ihr nochmal sehen, wen habt ihr hier noch nie gesehen, wen wollt ihr nie mehr wiedersehen, dann könnt ihr mir natürlich schreiben, indem ihr einfach auf meine Instagram-Seite geht, Sascha Heiner. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir dann nicht nur schreibt, sondern wenn ihr sie dann auch abonniert. Ich möchte endlich auch mal ganz, ganz viele neue Abonnements haben. Nicht immer nur alle anderen. Ich möchte auch mal abonniert werden. Also nicht, dass wir es falsch verstehen. Ich kann trotzdem nachts noch ruhig schlafen. Aber ich freue mich natürlich über jeden, der natürlich auch meine Seite abonniert und der meinen Stories folgt. Macht immer Riesenspaß. Also nicht nur Schlager für alle abonnieren, sondern auch meine Seite abonnieren. Und dann haben wir alle Spaß zusammen. So, es ist 7 Minuten vor 18 Uhr. In 7 Minuten kommt mein heutiger Gast. Aber was kommt jetzt? Genau, jetzt kommt erstmal Liebe. Jetzt brauchen wir erstmal ganz, ganz viele Herzen. So viele Herzen wie nur möglich, weil wir sind doch die Sendung mit den ganz, ganz vielen Herzen. Wir sind die Sendung, die jeden Abend um 18 Uhr das Internet mit ganz, ganz viel Liebe flutet. Schickt mir so viele Herzen, wie ihr nur könnt. Ich möchte so viele Herzen hier sehen, wie es nur geht. Ich möchte den Herzenrekord so kurz vor Weihnachten nochmal brechen. Schickt mir Herzen, Herzen, Herzen postet, Herzen, Herzen, Herzen. Damit ich sagen kann, in dieser Sendung, da war so viel Liebe drin, das hält man gar nicht aus, so kurz vor Weihnachten. Und dann gucke ich mal, wer mir jetzt so ein paar Herzen schickt und dann gucke ich mal, wer hier schon mit dabei ist. Baumi schickt gerade ganz viele Herzen, Barbossa schickt ganz viele Herzen, Elisabeth, Christiane, Schlagergirl, Conny, Nuka Rölke schreibt Hallo Sascha. Hallo zurück. Dann haben wir Kati dabei, dann haben wir Agnes dabei, die Maria Therese ist dabei, Erika, dann die Conny aus Basel grüßt. Erika wünscht uns allen einen schönen Abend, die Marilyn, dann die Karin hat schon abonniert, freut mich natürlich. Erika ist dabei, dann Gabriele, Helly, Maria, dann Julia, Baumi, dann Andreas, dann Schinken, Schinken 14, auch sehr schön. Nett Winnie ist dabei, Erdmann Leon ist dabei, in Kappeln, da ist es auch nicht anders, schreibt Erdmann. Ich dachte, in Kappeln, da habt ihr immer ganz, ganz viel Schnee, oder verwechsel ich das gerade? Dann ist Ilona dabei, Stefanie ist dabei, Elisabeth, Erna, Kudellerfisch, Swiss ist dabei, Basti, Weseport ist dabei, Christel und Biggie und Jacqueline und
Stefanie und der Martin aus Heidenheim und die Katrin und die Uli und die Marum und die Katharina wünscht uns allen frohe Weihnachten. Country Mini ist dabei. Karin in Bochum, Carola, Kampfer, Dominik, Hoffinger, Markus, Ilona. Also es ist jede Menge los und ich sehe Herzen, Herzen, Herzen. Danke an die Christiane, danke an die Hanka, der Thomas aus Seelscheid, mein neues Leben ist dabei. Dann der Klaus, moin, schreibt Tuto, uns grüßt der Imke aus Hamburg, die Hanka, Püppilein aus Berlin, Imox, der Thomas. Erika schreibt, ich kann keine Herzen mehr schicken, weil keine Emotionen mehr zu sehen sind. Ich sehe die Herzen, aber da geht's gerade ab wie Schmidts Katze. Die Conny aus Zürich. Nicht aus Basel, sondern aus Zürich. Also, ich freue mich, dass so viel los ist. Maria aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Hamm, die Nicole, die Jenny. Das hört ja gar nicht mehr auf. Jetzt wisst ihr gar nicht, wer heute mit dabei ist. Und zwar haben wir heute einen Schauspieler mit dabei, auf den ich mich sehr freue. Und zwar, vielleicht sagt euch der Name selber nichts, aber spätestens, wenn ihr ihn gleich seht, werdet ihr sagen, natürlich, natürlich kenne ich. Felix Maximilian ist heute mein Gast und Felix hat eine sehr, sehr beeindruckende Biografie. Das muss ich gleich dazu sagen und ich freue mich sehr, Felix Maximilian kennenzulernen. Also wie gesagt, wenn ich der Name nicht direkt anspringt, dann werdet ihr jetzt gleich sagen, natürlich, das Gesicht kenne ich. Und ich sehe ihn auch schon mal an und guck mal, ob er gleich auf meinem Bildschirm schon erscheint. Ich kann nur schon mal den Frauen sagen, festhalten, jetzt kommt gleich ein richtig toller Mann. Gucken wir mal, ob Felix Maximilian schon online ist und ob wir ihn schon dazu nehmen können in unsere kleine kuschelige Familiensendung. Ich weiß gar nicht, wo Felix lebt. Gucken wir mal. Ich sitze ja hier in meinem Büro in Köln und da ist er schon und ich sage gerade noch, Frauen, bitte anschnallen, jetzt kommt gleich ein richtig hübscher Mann. Das ist mein Weihnachtsgeschenk. Dankeschön. Das ist aber mein Lieber, herzlich willkommen und schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst. Sehr gerne. Jetzt musst du uns aufklären, wo befindest du dich gerade? In Berlin. In Berlin? Ja, ich bin in Berlin zu Hause, ja. Okay, immer wenn es in Köln kalt ist, ist es in Berlin noch kälter. Echt? Ist es bei euch jetzt gerade warm? Weil bei uns ist es ziemlich warm, finde ich. Echt? Nein, ja. Das Wochenende war vorbei und heute Scheißwetter, nur dieser Fisselregen und Minusgrade. Also ich weiß gar nicht, ob es Minusgrade sind, aber es ist so unangenehm. Es ist eine widerliche Kälte. Also es tut mir echt leid, aber wir haben echt gutes Wetter. Also es ist ja nur zwei Tage Sonne, zwei Stunden Sonne pro Tag, aber es ist sonnig. Also ich bin jetzt fast jeden Tag eine Stunde spazieren gegangen, damit ich mal rauskomme. Und die Sonne, ein paar Sonnenstrahlen abzubekommen, ja. Ich sehe auch schon, du bist voll in weihnachtlicher Stimmung. Voll. Also von dir aus kannst du losgehen. Weißt du, was ich so schön finde? Du sitzt in Berlin, aber an deinem Dialekt höre ich, dass du alles andere als ein Berliner bist. Ja, mei. Das lässt sich einfach nicht verbergen. Na, das geht schon, wenn ich morgen, aber das, jetzt bin ich ja sozusagen privat fast da, deswegen... rede dann schon mal gern bayerisch, aber wenn ich normalerweise in Berlin bin, dann rede ich halt so, wie ich jetzt Bock habe. So. Aber wenn ich drehe, dann sollte man es eigentlich nicht so unbedingt merken. Wir haben viel zu besprechen. Zu einem muss ich ja dazu sagen, wenn jemand das Genre, Seriendarsteller hören das Wort Soapy gar nicht so gerne. Oder? Ist es? Aber wenn das jemand verkörpert, bist du es, wenn ich lese. GZSZ, verbotene Liebe, alles passiert, Sturm der Liebe, Herz über Kopf und dann natürlich in der Lindenstraße. Ja, wobei die Lindenstraße ja meiner Meinung nach gar nicht unbedingt eine Soap war, weil die ja nur einmal die Woche ausgestrahlt wurde. Und also ich habe ja auch andere Sachen eben schon gemacht, da von daher Soapy, ich weiß es nicht, ja, habe ich viel gemacht, weil ich überall immer so ein bisschen drin war, aber... So richtig lange habe ich das ja alles nicht gemacht. Also und für mich ja die Krönung, aber wie gesagt, darüber sprechen wir gleich noch. Für mich ist ja die Krönung dann auch noch Rosamunde Pilcher. Also du hast sie alle. Du hast sie alle. Na, fehlt noch Inga Lindström und was gibt's noch? Da gibt es noch sowas Ähnliches wie Inga Lindström. Original ist immer für mich Rosamunde Pilcher. Aber erstmal stelle ich dir auch die fünf Fragen, die ich jeden Tag meinem prominenten Gast stelle. Bist ich muss du mal kurz bereit? Fragen, weil ich sehe mich hier nur zur Hälfte. Sieht man mich überhaupt?
Also wir können dich sehr gut sehen. Okay, Alles dann das, passt. was man sieht, sieht sehr, sehr gut aus. Danke. So, erste Frage, mein Lieber. Wenn der Felix ein Tier wäre, welches Tier wärst du und warum? Ich glaube, ein Vogel wäre ich gern. Oder ach nee, was ich wäre, wenn ich wäre, oh Gott, keine Ahnung. Also ich wäre gern lieber ein Vogel, weil einfach ich bin sehr freiheitsliebend und das Gefühl vom Fliegen, das war schon immer so ein Ding für mich. Also das reizt mich schon immer und alles, was irgendwie dem so möglichst nahe kommt, das muss ich unbedingt machen, so ungefähr. Also das heißt, du hast auch keine Höhenangst? Nee, also so wie so panische Höhenangst, wie das viele Menschen haben, nee, habe ich nicht. Nee, aber es ist schon manchmal schon so, aber das ist ja auch der Spaß dran, würde ich mal so sagen. Wäre zum Beispiel Bungee-Jumping was für dich? Also da geht es ja dann Ja, von oben nach unten. Echt? würde ich sofort machen. Bungee Jump ist, würde ich, also will ich auf jeden Fall nochmal machen. Was heißt nochmal? Will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe schon mal so einen Tandemsprung gemacht, so Fallschirmspringen. Das fand ich Würde ich mich nie trauen. Ah, ich Wie kann liebe man sein es. Leben Ist so an so geil. kleine Dinger da hängen? Nee, das ist total geil. Das würde ich sofort, am liebsten, ich wollte nach dem Sprung eigentlich sofort den Kurs machen, dass ich selber springen darf. Aber das hat sich noch nicht so ergeben. Aber vielleicht mache ich das irgendwann mal. Keine Ahnung, ich mache immer so verrückte Sachen manchmal. Und Das vor allen Dingen, und Bungee Jumping ist das eine, und dann gibt es noch eine Krönung, das habe ich auf Ibiza mal gesehen. Da setzt du dich dann unten in so eine Kugel und dann wirst du wie bei so einer Schleuder, wirst du dann gespannt und dann nach oben katapultiert. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Das würde mich auch interessieren. Aber da sitzt man ja dann in so einem Sessel drin irgendwie. Und das ist eher, glaube ich, so wie Achterbahnfahren oder so, wie so in so einem Rollerscooter. Was ich übrigens auch liebe. Also je olle, je doller. Also ich sehe schon, auf der Kirmes haben wir nicht sehr viel Spaß zusammen. Jetzt mit der Zeit ins Kinderkarussell. Gleich die Ja, nächste Frage. das kann Womit durchaus kann auch mal schön sein, so ein ich... Kinderkarussell. womit kann man dich zur Weißglut bringen? Oh Gott. Also ich habe ja immer gedacht, ich wäre so ein gechillter Mensch, ja, aber es gibt schon ein paar Sachen so. Also seit neuestem reg ich mich, es sind aber oft so Kleinigkeiten, seit neuestem reg ich mich immer total darüber auf, wenn die, also das ist ja voll peinlich jetzt, aber also wenn die Leute zum Beispiel in die Biotonne die Plastiktüte mit reinschmeißen. Echt? Du bist also jemand, der sagt, na, ich finde es ja gut, irgendjemand muss es ja sagen. Wobei ich das ganz heimlich auch manchmal mache. Wenn die Oh, eine ich Tonne könnte mich voll da immer ist, so haue ich es in die aufregen. Also andere. eigentlich, das ist so, ich habe dann überlegt, ja, was regt mich denn jetzt da eigentlich so genau auf? Weil ich stehe dann bei der Biotonne, ja, und reg mich dann drüber auf, dass da Plastikmüll drin ist, ja, wo ja großen Aufkleber drauf, man muss ja noch nicht mal lesen können, man kann einfach sehen, okay, da gehören keine Plastikmüll, kein Plastikmüll rein. Und ich bin halt so sehr klimainteressiert und bin auch so ein Mülltrenn, wie sagt man da, Nazi will ich Freak. schon fast sagen. Freak, Freak. ja, also und ich achte ja auch auf Ernährung und alles und also ich bin schon sehr so umweltbewusst und so Zeug und deswegen regt mich das da immer so auf und neulich stand ich da wieder, also ich stehe ein paar Mal die Woche da und jedes Mal reg ich mich wieder auf und jedes Mal gucke ich rein und warte, jetzt muss ich mich gleich wieder aufregen, aber ich glaube, was mich am meisten daran aufregt, ist das ist so eine Dummheit, will ich es nicht nennen, das ist eher Ignoranz. So Ignoranz der Menschen, das finde ich schlimm. Ich reg mich auch darüber auf, wenn die Leute jetzt zu Corona-Zeiten keine Maske tragen Das kann, da werde und ich solche auch Sachen. wahnsinnig, weil da Es denke ich mir macht. dann immer, was die Leute dann nicht kapieren mit einer Maske, sie schützen ja mich, was die machen, das ist mir wurscht, aber Ja. mit einer Maske schützen sie ja auch mich. Ja. Das ist, ach, naja, über die Genau. Und Corona-Geschichte, das das sind so ist. Sachen, die mich aufregen. So, gleich senken wir wieder den Blutdruck. Womit kann ich dir denn ein Lächeln ins Gesicht zaubern? Was ist so, wo man sagt, Mensch, selbst wenn der Felix mal schlecht drauf ist, damit kriegt man ihn? Also kriegen tut man mich tatsächlich immer mit Essen. Was ist dein Lieblingsessen? Oh Gott.
Also früher war es mal Sushi, aber ich esse keinen Fisch mehr. Also ich mag immer noch vegetarisches Sushi und oh, Käsespätzle und sowas. Das ist Also schon du bist andere. kein Veganer. Ich dachte gerade schon kein Fisch. Also du bist wahrscheinlich Vegetarier. Ich bin Vegetarier. Also ich war tatsächlich mal jahrelang vegan. Aufgrund der Arbeit und der vielen Reiserei ist es aber irgendwie, habe ich gemerkt, das ist zu anstrengend und zu kompliziert einfach und es funktioniert einfach auch nicht so richtig. Da musste man immer selber kochen und es ganz viel. Es wird viel, viel besser und so. Ich koche tatsächlich zu Hause meistens vegan, aber ich bin vegetarisch. Also ich esse auch gern mal Käse und so, aber ich versuche es zu reduzieren, so sage ich Da jetzt mal. wollte ich gerade sagen, großen Respekt, weil ich esse kein Fleisch, aber ich esse Fisch. Aber ich Ja. könnte niemals auf Käse verzichten. Ich bin so absolut Käse. Ja, das finde ich auch am schwierigsten. Also, ja, aber deswegen Maultaschen mag ich auch sehr gern. Also, Maul. Aber du sagst halt auch Käsespätzle. Käsespätzle sind so. Und ich kann nur immer wieder sagen, Chili con Carne halt mit vegetarischem super lecker auch, ja. Hack beziehungsweise Bolognese und kein Mensch kann das von der Fleischbolognese unterscheiden. Kein Mensch. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin ja selber, also jetzt so, dass ich immer denke, ach, das schmeckt genau wie Fleisch und so weiter. Es gibt ja auch dieses Beyond-Fleisch, was ich neulich mal probiert habe. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, Mensch, das schmeckt wirklich wie Fleisch. Aber ich weiß noch, als ich vor, wie lange ist denn das jetzt her? Schon 5, 6 Jahre, glaube ich. Ich habe vor 5 Jahren, glaube ich, habe ich damit angefangen. Ich komme ja aus Bayern und ich war ja echt ein richtig krasser Fleischesser, so mit Naja, einen Schweinshaxe und allem. Leberkäse gibt's halt nicht vegetarisch. Ja, und da, als es dann so anfing mit den Vegetariern, also mit dem veganen Trend auch und so, wenn dann oft jemand daherkam und gesagt hat, ja, das schmeckt voll wie Fleisch und so, und ich das dann probiert habe, ich dachte so, nee, es schmeckt überhaupt nicht wie Fleisch. Also von daher, ich will mich da immer also hüten, solche Aussagen zu treffen, weil ich esse es, ich sel also ich will gar nicht sagen, dass ich niemals nicht Fleisch esse, sondern es ganz, ganz selten kommt es auch mal vor. Also weil bei mir ist die Moral eher, ich will also die Fleischindustrie nicht unterstützen und ich finde Exakt, das ist es, ja. Also, aber wenn jetzt einer zum Beispiel daherkommt und sagt, ja, ich bin Jäger und ich habe die Wildsau selbst gerade im Wald geschossen und die war glücklich und ist da rumgelaufen und die hat auch keine Hormone bekommen und so, dann esse ich das. Das kommt nur so selten vor. Seh ich genauso, sehe ich genauso. So. Hast du einen Lebenswunsch, also, oder hast du dir mittlerweile schon alles erfüllt? Hast du noch irgendetwas, was so im Hinterkopf gärt, wo du sagst, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Also ich will nicht gleich sagen, dann kann ich sterben, hoffentlich nicht, aber das will ich auf jeden Fall. Das ist meine persönliche Bucketlist. Also ich habe die meisten Sachen, die ich machen wollte, schon gemacht, aber es kommen ja immer wieder neue Sachen dazu. Also gerade mit so verrückten Sachen. Ich war jetzt gerade eben im Urlaub und da habe ich Flyboard gemacht. Das wollte ich schon immer mal machen, weil das eben auch sowas wie Fliegen ist. Warte, lass Das uns habe das ich dann kurz gemacht. definieren. Ist das das, wo man draufsteht und dann hebt sich das Genau, durch den. da ist dann unten, da kommen zwei so Wasserstrahldüsen raus und dann Genau. hebt es einen so hoch. Und dann ist man da kann man rumfliegen wie Iron Man eigentlich. Ist es So. schwer? Also musst du das richtig üben? Also ich hätte gedacht, es ist viel, viel schwerer. Der Lehrer, der da war, der hat mir gesagt, dass wenn man ein gutes Körpergefühl hat, gute Balance hat, wenn man zum Beispiel Snowboard fährt oder Ski fährt oder irgendwie solche Sportarten schon macht, dann ist es einfacher. Und am meisten kann ich es vergleichen mit, ich hatte einen Bekannter von mir, der hat so ein, wie nennen diese Hoverboards, die auf Rädern sind, so ein Ja, Stunts, und da kann man sich so draufstellen, dann kannst du nach vorne und nach hinten so. Und das habe ich mal gemacht auch, und dem kommt es eigentlich am ähnlichsten. Also wenn man mal den Knick raus hat, dann ist es gar nicht so schwer. Also es ist, es sieht auf jeden Fall saucool aus. es macht total viel Spaß. Also ich hätte echt gedacht, es ist schwieriger, aber für mich war es, ich habe dann ein ganz gutes Gefühl dazu gehabt und bin da relativ schnell recht, konnte ich schon kleine Kunststückchen machen und so. Aber der Lehrer hat mir gesagt, also manchmal hat er da so Leute, die kommen nicht mal aus dem Wasser raus und eine halbe Stunde und schaffen es Ja, nicht. ich Also befürchte, da in diese Liga würde ich dann gehören. Aber das ist ach, ein anderes das Gespräch. weiß man doch nie vorher. Immer probieren. Und eine Frage noch aus meinem Fragenkatalog: Kopf- oder Bauchmensch? Ich würde sagen Bauch, aber eigentlich
Also ich denke schon vorher nach über Sachen, die ich so mache, so Besser ist analytisch. das. Also, ja. Es Wenn kommt ich deine schon. Biografie lese, jetzt mal ganz ehrlich, du warst ein Regensburger Domspatz. Ja. Du hast richtig gesungen mit den Domspatzen, du warst mit denen auf Ja. Tournee. Ja. Du hast eine Tänzerausbildung, du hast Musical gemacht. Ja. Ich bin, ich musste so lachen. Was habe ich mir wohl gestern Abend angeguckt? Was kam gestern Abend auf RTL und so ein guter Laune-Film? Normalerweise, ich gucke keine Musikfilme, aber was ist so ein guter Laune-Film basierend auf einem Musical, was du auch schon gespielt hast? Grease. Nee, Mamma Quatsch. Mia. Miami Nights. Mamma Mama Mia. Mia. Mama Mia. Jetzt sag mir bitte, du hast Mamma Mia gespielt. Ja, in Was Stuttgart. ist die Magie dieser Musik? Ich kenne niemanden, der aber Scheiße findet. Ja, also ich weiß auch nicht warum. Also es ist, es macht so viel Spaß, diese Musik. Ich weiß noch, als ich zum Casting ging, also da war das ja noch relativ neu, das Mamma Mia so. Und da hieß es dann ja auch, ich habe es ja in Deutschland gespielt, eben in Stuttgart. Und da hieß es ja dann auch mit deutschen Texten. Und da habe ich gedacht, so echt, aber mit deutschen Texten kann ich mir auch nicht vorstellen. So. Und dann bin ich da zur Audition gefahren und habe dann am Abend vorher das Stück angeguckt. Also ich habe denen gesagt, ich komme dann zur Audition, ob ich am Abend vorher das auch angucken könnte und so. Und dann meinte ich so, ja. Und ich weiß noch, ich saß da drin, dachte mir so, ja, yeah! Ich fand es super geil. Und habe mir das funktioniert total auch auf Deutsch und so. Und ja, das hat echt mega viel Spaß gemacht, das halbe Jahr, wo ich da war. Das war auch so manchmal wirklich, wenn man auch mal so Tage hat, wo ich gedacht so, oh nee, oh Gott, ich bin heute nicht so gut drauf und jetzt soll ich mich auf die Bühne stellen und da gute Laune verbreiten so. Aber das geht so schnell mit der Musik. Also ich bin immer von der Bühne gegangen und habe gedacht so, was ein geiler Abend, ey. Und im Grunde genommen hattest du wahrscheinlich genauso viel Spaß wie die Leute im Publikum. Ja, Also nur also. du hast auch noch Geld dafür gekriegt. Ja. Also Musical-Darsteller, sagen wir mal so, das ist schon eine Buckelei. Also du musst ja singen, tanzen. Teilweise, habe ich das mal richtig verstanden, teilweise hast du auch mehrere Rollen. Also wenn es keine große Rolle ist, hast du gleich mehrere kleine Rollen. Und Also das. viele, die im Ensemble sind, die haben zusätzlich noch irgendein Cover von einer Hauptrolle oder von einer Nebenrolle und so Und und das dem muss man. teilweise mit Doppelvorstellungen, das Genau. ist ja absurd. Also Es das ist ist ja eine hart. Buckelei hoch 10. Also, als ich Saturday Night Fever gespielt habe und auch bei Mamma Mia, da haben wir also fast immer acht Vorstellungen die Woche gespielt. Also Dienstag bis Sonntag und Samstag und Sonntag zweimal. Ist das was man lange machen kann, oder ist das was, wo du mit 35, 40 durch bist? Das kommt auf das Stück drauf an. Ich meine, so viele der Musicals oder die Musicals, die ich gemacht habe, die waren halt auch sehr tanzlastig und so. Das kann man jetzt nicht so ewig lang machen, weil irgendwann sagt der Körper so, ja, jetzt Verletzungen und so kommen dann einfach. Aber es gibt ja auch Musicals, die jetzt nicht so extrem viel Tanz haben, also zumindest nicht für die Hauptrollen oder für die Nebenrollen und so, sondern eher mehr fürs Ensemble und solche. Und das kann man dann bestimmt schon länger machen, so. Aber ja, bei mir war es dann eh, dass ich nach Miami Nights habe ich dann noch gespielt und danach, ich wollte eigentlich eh immer zum Film und da war dann so, dass ich dann gesagt, okay, ich muss jetzt mal einfach auch einen Schlussstrich ziehen, weil das war dann immer so, dass ich beim Musical dann unter Vertrag war und dann kamen aber Anfragen für Film und Fernsehen, dann konnte ich es aber nicht machen, weil ich nicht rauskam aus dem anderen Vertrag oder ich habe dann keinen Urlaub bekommen oder wie auch immer. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, wenn ich jetzt ewig so weitermache, dann bleibe ich hier immer in dieser Schiene. Und das wollte ich aber nicht. Ich wollte eben was Neues ausprobieren und. Sag mir nur ganz, weil du hast ja auch sehr viel Sprechtheater gemacht. Was ist schöner, Sprechtheater oder Musical? Das kann ich gar nicht vergleichen. Also, das ist für mich einfach ein anderes Genre. So, also zum Beispiel beim Sprechtheater. Ist mir das fürs Schauspiel ist es mir viel näher am Herzen so. Also es ist viel echter für mich. Musical ist oft,
ist bestenfalls, wenn gut gespielt ist, ist natürlich auch sehr, sehr echt, aber dann ist es noch viel größer draufgespielt, weil man es ja für die letzte Reihe auch noch machen muss. Und dann ist meistens Musical ja auch eher viel mehr noch Unterhaltung als Sprechtheater. Sprechtheater hat ja durchaus oft auch einen, also viel größeren künstlerischen Ansatz. Um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass Musical keine Kunst ist. Also es ist einfach nur ein anderes Genre, ne? Ja. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, was mir jetzt mehr Spaß macht. Also ich würde gern mal wieder Musical machen, habe ich mir neulich wieder gedacht, so eigentlich könnte ich mal wieder singen und so. Aber auch Sprechtheater ist total super. Also, und Film ist wieder ein anderes Genre. Also das ist, ich kann da gar nicht sagen, was mir jetzt mehr Spaß macht. Ich find alles, wie es da ist, ist es toll. Du suchst dir aber auch grundsätzlich das raus, was so am arbeitsintensivsten ist. So kommt es mir vor. Also ich meine, Musical, Sprechtheater oder dann bei einer, egal ob jetzt Daily Soap, Weekly Soap, du hast ja ein Wahnsinnstextpensum. Wie kriegst du, und das ist was, was mich genauso, ich konnte das schon in der Schule nicht, wie kriegst du Text in den Kopf? Wie machst du das? Weil ich Lernen. weiß, dass ihr ja, ihr müsst ja wirklich zack, 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 von den Szenen auch springen. Du kannst ja noch nicht mal mehr thematisch irgendwie sagen, na ja, der hat sich jetzt gerade scheiden lassen, jetzt kommt wohl die neue Liebe oder sowas. Ihr springt ja von einem Bild zum nächsten hin und her, vor und zurück. Richtig, beim Film wird also nicht chronologisch gedreht, sondern halt wirklich, also da muss man sich halt einfach vorbereiten. Ich habe in meinen Drehbüchern immer drin, das ist ja da alles nach dem Drehbuch, da ist es ja chronologisch drin. Und wenn ich aber jetzt springe, dann schreibe ich mir auch immer noch mal rein, okay, was hat der da wirklich gerade gemacht? Was habe ich das schon gedreht? Was habe ich da gemacht? Was ist wichtig für die Szene, damit das also alles im Fluss bleibt? Und jetzt vom Text her, das trainiert sich einfach über die Zeit. Also mir macht es auch Spaß, Text zu lernen. Das ist einfach, das war Hast du früher schon immer so. irgendwann, wie lernst du Text? Eher im Wald oder zu Hause oder beim Sport oder? Also da, wo ich gerade bin. Also tatsächlich, also kommt immer ein bisschen drauf an, jetzt bei so einer Soap, wie ich ja letztes Jahr gemacht habe, wie Herz über Kopf, eben oder auch die anderen, wenn es dann viel Text war, da kommt man gar nicht mehr so, wenn du am Tag deine 10 Bilder drehst, also 10 Szenen drehst, dann da kommt man gar nicht mehr dazu, jetzt irgendwie abends sich dann noch 4 Stunden hinzusetzen und Text zu lernen. So, also dann mache ich das am Wochenende bereit alles so vor, wo habe ich viel Text, wo habe ich Sachen, die ich schnell, ich überlege mir dann, okay, wofür brauche ich länger und wofür, welche Szenen lerne ich so. Also es gibt ja Szenen, die lese ich durch ein, zwei Mal, dann kann ich die schon auswendig. So, und es gibt aber auch Szenen, wo dann so Text drin ist, wo man sich denkt, so, also letztes Jahr habe ich ja diesen Polizisten gespielt, da war dann natürlich auch manchmal so Fachterminologie drin und so Gesetzessachen und so. Und da muss ich mich dann schon mal kurz hinsetzen und das auch lernen. Und wenn ich jetzt für einen Film oder so oder auch fürs Theater wirklich längere Textpassagen habe, die jetzt nicht so Alltagssprache sind oder so, das lerne ich dann, oder auch wenn ich Castings mache für ausländische Filme oder so, das muss ich dann schon noch richtig pauken. Und das mache ich meistens im Stehen. Also da laufe ich dann in der Wohnung rum, hin und her Also und das dann heißt, deine schreibe. Nachbarn, die kennen die Filme schon, bevor sie überhaupt gesehen werden. Na, so laut bin ich nicht. Wo ich ja fast schon ein bisschen lachen musste, an dem Tag, glaube ich, an dem du bei der Lindenstraße angefangen hast, wurde verkündet, dass die Lindenstraße eingestellt wird. Also ich befürchte, es liegt nicht an dir. Nein, das hoffentlich nicht. Also ich hab schon eine Woche aber gedreht, glaube ich, als Ah, letzte Woche. okay, das Also, wurde noch so ja. ein bisschen Also. dramatischer weitergetragen. Nein, aber da kommt man natürlich, weißt du, kaum bist du in dem Ensemble drin und ich hatte ja schon hier ein paar Lindenstraßler vertreten. Ihr seid ja wie eine Familie, jetzt kommt man natürlich nicht gerade in der besten Stimmung zu dieser Familie. Nee. Das war tatsächlich auch, also es war ja für mich auch total Kacke. Ja, also ich hab mich echt gefreut, den Job zu bekommen zu haben bei Lindenstraße und dachte mir so, geil, das kann ich jetzt bis zum Lebensende spielen, weil es läuft ja bestimmt noch bis zum Lebensende so. Und das war echt ein toller Job. Also, und als ich dann das ausbekommen habe, habe ich gedacht so, schade, naja, schön wäre es gewesen, aber gut, ist jetzt halt so. Wie lange warst du in der Lindenstraße jetzt? 1,5 Jahre. Also die letzten Ah, 1,5 Jahre. naja, immerhin, das ist für einen Schauspieler, glaube ich, so wie für 20 Jahre in einem konservativen Job.
Ja, also ich meine, es ist, ich bin da total dankbar. Also und von daher ist ja, für mich hat sich nichts geändert. Es ist sowieso in dem Job so, dass du nie weißt, wann der nächste kommt und wie lange das überhaupt geht und so. Und die meisten Verträge sind sowieso befristet. Von daher war das jetzt gar nichts Schlimmes für mich. Aber Träumst du manchmal davon, irgendeinen mal einen Vertrag zu haben, bei dem du wirklich sicher sein kannst, da kann ich in Rente gehen? Oder ist es einfach, bist du dieser freiheitsliebende Typ, der einfach sagt so, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also so Finanzbeamter ist nichts für mich. oh, nee, um Gottes Willen. Nee, also wenn irgendwie, also sowas wie die Lindenstraße, das hätte ich mir wirklich überlegt. Also weil das war so toll, dass ich nicht wie bei einer Daily zum Beispiel jeden Tag am Set sein muss. Und da hatten also die meisten hatten ja so zwischen, sag ich mal, 5 und 10 oder mehr oder weniger Drehtage im Monat. Und das ist halt super, weil du hast trotzdem eine Sicherheit, aber du kannst dann andere Sachen nebenbei machen und oder auch mal Theater spielen sogar noch. Das hat ja die Andrea Spatzek ja auch ständig gemacht und so. Und das wäre für mich das Optimale eigentlich gewesen, so eine Art von Sicherheit, aber trotzdem noch Freiheit, andere Sachen zu machen. Jetzt so ein richtiger 9-to-5-Job, irgendwie so, nee. Also wenn, dann muss es schon irgendwas in meinem Fach sein. Also Ich irgendwas. finde, Steuerberater würde so voll zu dir passen. Ich glaube auch. Das Ja, wäre so richtig. du solltest noch mal drüber nachdenken. Was ich so geil finde, man kann Casting-Leute nicht nachvollziehen. Es wurde, glaube ich, für die Lindenstraße wurde ein Obdachloser gesucht. Und also jetzt mal ganz ehrlich, mir fallen 30 andere ein, denen ich sagen würde, okay, du wirst unser Obdachloser. Weißt du, wie man da auf dich gekommen ist? Nee, das ist intern. Warum man sich dann letztendlich für mich entschieden hat, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass beim Casting denen das sehr gefallen hat, dass ich eben auch Bayerisch kann. Und das hatten sie eigentlich auch so gesucht. Das andere war, dass die Rolle jetzt ja als der Obdachlose, es sollte jetzt nicht der Klischee-Obdachlose sein, der eben da in der Ecke hängt und nicht weiß, wo er sein oder Essen kriegen die ja überall, aber so diesen Klischee-Obdachlosen, an den man erstmal denkt, wenn man das Wort Obdachlos hört. Und das war es ja nicht, sondern es war ja eher, dass es eben, was ja die Lindenstraße immer so toll gemacht hat, eben auch Sachen aufzeigen, über die man sonst nicht so gerne redet, dass es eben auch viel Obdachlosigkeit gibt und Armut gibt unter Leuten, denen man das gar nicht ansieht. Also, dass Leute sich nicht mehr eine Wohnung leisten können, weil Preise in München so horrend sind und dass da Leute auf der Straße landen, von denen man das gar nicht glaubt. Die gehen dann trotzdem noch ins Fitnessstudio, wie meine Rolle, wie ich das da auch gespielt habe, dass ich mich dann auf der Parkhaus-Toilette rasiere und ins Fitnessstudio duschen gehe und so weiter, sodass ich noch einigermaßen fit aussehe, dass ich ja trotzdem noch einen Job kriegen kann oder überhaupt Anschluss habe. Und das war ja eigentlich die Geschichte von daher. Und ich glaube, dass deswegen auch gar nicht, wollten die das auch gar nicht so klischeemäßig besetzen, oder also könnte ich mir vorstellen. Hattest du für die Rolle dich mal so ein bisschen, oder hattest du Kontakt zu Obdachlosen? Hast du dich in die Rolle reingefunden oder Also spielt man das vom Blatt her weg? ich hab schon sehr viel recherchiert im Internet und so weiter, und ich habe mich tatsächlich auch eben mit Obdachlosen, die ich eben dann so getroffen habe, oder die ich halt eben gefunden habe, tatsächlich habe ich mich dann auch mal hingesetzt und habe mit denen gequatscht und so weiter, und da habe ich mir schon viel für die Rolle rausgezogen und so. Und ja, also das war mir sehr wichtig, und das hat auch so meine Augen geöffnet für diese, wie es da wirklich so ist. Also ich bin jetzt zum Beispiel keiner mehr, der sich aufregt, wenn ich war früher mal jemand oder viele andere, die auch gesagt haben so, ja, ich gebe kein Geld, aber wenn ich die was zu essen wollen, was sie ja meistens nicht wollen, dann kaufe ich denen gerne was so. Das habe ich auch oft gemacht, aber mittlerweile habe ich meine Meinung darüber eigentlich auch geändert, weil ich mir denke, die haben so viel Leid in ihrem Leben, und die werden, also mittlerweile gebe ich eigentlich immer irgendwie auch ein paar Euro oder so, weil auch wenn sie sich davon Alkohol kaufen, trotzdem haben sie dann wenigstens noch ein bisschen
Ja, wie soll ich sagen? Also Ich selbst wenn ich. finde, es ist eine Sache von Respekt. Also, ich meine, du nimmst demjenigen seinen letzten, auch noch seine letzte eigene Entscheidungskraft. Genau, Natürlich, genau. natürlich möchte ich nicht, wenn ich dem 5 € gebe, dass er sich davon 3 Flaschen Schnaps kauft. Aber Möchte am ich auch Ende, nicht. das Aber es ist eine ist seine erwachsene Entscheidung. Person, das ist seine eigene Entscheidung. Ja. Und ich meine, wahrscheinlich kann ein Obdachloser nicht mehr viele Entscheidungen treffen, weil er einfach keine Möglichkeiten hat. Aber selbst diese Möglichkeit, das ist nicht meine Sache. Also entweder ich helfe oder ich helfe nicht. Aber bevormunden finde ich auch immer so ein Ganz bisschen. genau. Und das Hast ist, wurde du auch. Angst vor Obdachlosigkeit? Hast du eine Verarmungsangst, die ja bei vielen Schauspielern echt vorhanden ist? Also tatsächlich, also Obdachlosigkeit, also dass ich davor Angst habe, das jetzt nicht. Aber so eine Verarmungsangst, also oder eine Zukunftsangst hatte ich sehr oft und immer wieder mal. Also das kommt immer wieder mal in Phasen und so weiter. Ich habe so das Gefühl, dass je älter ich werde, desto weniger stark ist die, weil ich auch mittlerweile meine Ängste einfach so gut kenne und auch weiß, wie ich damit umgehen kann und was und überhaupt mit meinen Gefühlen und so weiter, was ich machen kann, damit es mir gut geht. Und ich ja auch mir dann immer wieder denke, so, Moment mal, jetzt bin ich 44 Jahre alt irgendwie und ich habe jetzt noch nie irgendwie das Problem gehabt, dass ich jetzt nicht mehr, also ich hatte schon Momente auch in meinem Leben, wo ich mal nicht wusste, wie ich meine Miete bezahlen soll nächsten Monat, so, das kam auch bei mir vor. Aber es hat immer wieder irgendwie was geklappt und ich bin ja auch nicht dumm und aufs Maul gefallen, also von daher diese Angst, dass ich jetzt wirklich konkret nochmal obdachlos werde, habe ich nicht und auch so Zukunftsängste nicht mehr so extrem. Aber auch da muss ich sagen, durch meine Recherche für die Rolle, es gibt so viele, die halt wirklich einfach nur Pech gehabt haben. Und da braucht es nur ein paar Sachen, die aufeinander kommen. Also bei mir war es ja auch so, dass ich kurz vor der Lindenstraße ist ja auch mein Vater verstorben. Und da ging es mir auch eine Zeit lang richtig dreckig. Und wenn, da habe ich mir, als ich dann eben recherchiert habe für die Obdachlosigkeit und so weiter, wo ich mir dann gedacht habe, so, ey, wenn jetzt noch was dazu kommen würde, also was weiß ich, die Mutter noch stirbt oder ein anderes Familienmitglied oder was weiß ich, man verliert plötzlich all sein Geld oder Leute, die ja Firmen haben, die gehen aufgrund irgendeiner dummen Tatsache bankrott. Eben jetzt, wie zum Beispiel ja auch mit Corona, viele plötzlich bankrott gehen, was sie vorher vielleicht nie gedacht hätten. Ich glaube, da kann es oft Klick in manchem Menschens Gehirn machen, dass die dann einfach den Strudel nach unten nehmen und da nicht mehr rauskommen. Also das glaube ich, das kann jedem passieren und deswegen darf man gar nicht so sagen, ja, sowas passiert mir nie oder so Nee, eine das auch, Zukunft habe ich ich glaube nicht. aber, das haben wir durch Corona auch gelernt. Also das es ist nichts sicher. Na, Also du eben. kannst, ein klassisches Beispiel, du kannst ein Restaurant haben, was läuft wie Sau. Ja, jetzt, du Und kannst das jetzt beste Restaurant Pustekuchen. haben, zu Und ist zu. genau. Also, was ich einfach mein Leben lang immer schon gemacht habe und deswegen habe ich da Glück, dass ich da doch, obwohl ich kein Steuerberater bin, und mich mit Zahlen und Geld sonst überhaupt nicht auskennen. Aber tatsächlich habe ich mir immer gedacht, so, also wenn ich schon Schauspieler bin und Künstler bin, dann werde ich immer Sachen, also werde ich immer Geld auf die Seite legen, wenn ich verdiene. Weil Das glaube ich, ist ganz sinnvoll. ich möchte nicht jemand sein, weil ich kenne einige Kollegen, die dann alles in Saus und Braus leben und dann plötzlich ist der Job weg und dann stehen sie da. Und so eine Situation hatte ich schon mal und da habe ich mir damals gesagt, das möchte ich nie, nie wieder. Ich verdiene dann und dann spare ich aber auch, damit ich dann eben auch durch Zeiten komme, wo ich eben mal keinen Job habe, weil so ist der Job nun mal. Mein Lieber, unsere halbe Stunde ist schon wieder rum. Also das hier, dir Was? vergeht das aber doppelt so schnell. Bist du denn schon bereit für Weihnachten? Hast du alle Geschenke? Wo wirst du Weihnachten verbringen? Zu Hause in Bayern oder in Berlin? Ja, ich bleibe in Berlin tatsächlich auch wegen Corona und so weiter. Ich will meine bayerische Familienmitglieder da nicht unbedingt gefährden. Nicht, dass ich denke, dass ich ihn gefährde, aber mit dem ganzen Reisen und so weiter. Also wir haben jetzt alle gesagt, nee, komm, jetzt bleiben wir mal dieses Jahr zu Hause und machen das so, im kleinen Kreis und mit Freunden auch. Geschenke gibt es bei mir nicht. Also ich will keine und ich gebe auch keine. Ich spende lieber das Geld eben. Zum Beispiel an Obdachlose habe ich letztes Jahr auch gemacht und so.
Oder an andere Organisationen, die ich dann für dieses Jahr für richtig halte. Und weil ich brauche nichts. Also ich will auch nicht die Leute rennen rum und beschenken sich nur, damit sie irgendwas schenken. Eigentlich wollen sie ihr eigenes Gefühl damit befriedigen und nicht wirklich eine Freude. Also natürlich wollen sie auch eine Freude machen, aber jetzt irgendeinen Staubfänger oder irgendein Buch zu kaufen, wo ich weiß, es liest dann sowieso keiner. Also ich habe immer allen gesagt, Leute, kauft mir nichts. Wenn ich mal wirklich einen Wunsch habe oder irgendwas brauche, dann kommuniziere ich das und dann kann man das auch außerhalb des Jahres schenken oder so. Und ansonsten spendet es lieber so. Sehr, sehr geile Einstellung. Wann drehst du wieder und was drehst du als nächstes? Tatsächlich drehe ich wahrscheinlich, so wie es aussieht, gleich im Januar schon wieder was für eine kleine Serie. Aber darüber darf ich noch nicht sprechen, weil das noch nicht ganz unterschrieben ist. Das passiert jetzt erst die Tage und ansonsten soll ich eigentlich zwei Filme in Italien drehen. Die hätte ich eigentlich dieses Jahr schon drehen sollen, die aber wegen Corona eben verschoben worden sind. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob wann das jetzt nächstes Jahr kommt. Und ich hoffe mit der ganzen Impferei und so weiter, dass das dann auch stattfindet. Und ja, dann hoffe ich, dass ich nächstes Jahr zwei Filme in Italien drehe. Egal welche Bühne, welche Leinwand, auf welchem Kanal, wir finden dich. Ich hoffe es. Mein Lieber, frohe, frohe Weihnachten. Danke für deine Zeit. Alles, Sehr, sehr alles gern. Liebe und vor allem bleib gesund. Ganz liebe Ja, Grüße auch. und Grüße nach Berlin. Tschüss. Danke, Bleibt auch alle Felix. gesund und liebe Grüße und schöne Weihnachten an euch allen. Danke, dir auch. Tschüss. Tschüss. Was für ein unfassbar netter Typ, Felix Maximilian. Freut mich sehr, hat einen Riesenspaß gemacht heute wieder diese Sendung. Und ja, zwei Bitten noch an euch. Erstens, bitte unbedingt Schlager für alle abonnieren. Und zweitens, auch meine Seite abonnieren, Sascha Heiner. Und wenn ihr mir was schreiben möchtet, ich freue mich über jeden, der mir schreibt. Ich kann nicht immer gleich zurückschreiben, weil ich so viele Instagram-Nachrichten bekomme. Aber ich freue mich, wenn ihr euch meldet, wie ihr diese Sendung findet oder wen ihr euch als nächstes vielleicht wünscht. Morgen sehen wir uns wieder um 18 Uhr. Morgen gibt es wieder Stars um 6 mit Sascha um 6. Dann mit Ernesto Monte. Ja, heute Abend gibt es ja wieder Goodbye Deutschland. Vielleicht ist er ja vertreten. Ernesto hat ja gerade das Herz von Dani Büchner erobert. Und da gab es auch noch so hier und da was, worüber wir mal reden sollten. Das tun wir morgen. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Abend, meine Lieben. Dicken Kuss aus Köln und bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss.